Moin Moin und herzlich willkommen auf meinem Kanal von Survival Ost. Heute mal völlig im Arbeitsoutfit. Ja, ich bin Bürofuzzi. Ich wurde nominiert vom lieben Mirko vom Kanal Buschtuber. Vielen Dank für den Liebster Award. Ich musste mir das Ganze hier aufschreiben bzw. ausdrucken, weil da konnte ich mir nicht alles merken. Es geht einfach darum, um Folgendes, da die kleinen YouTuber miteinander ein bisschen zu fördern, damit man einfach vielleicht einen höheren Wirkungskreis hat, bekannter wird vielleicht auch. Und dort sollen 11 Fragen gestellt werden, die derjenige, ja, den Leuten, die er verlinkt hat, von denen, die er wissen möchte. Um das einfach mal so zu sagen. Ja, Mirko, was soll ich sagen? Spannende Fragen. Ich habe die jetzt hier vor mir liegen. Ich bin auch gar nicht groß vorbereitet. Ich habe mir nur hier unten ein paar Notizen mitgemacht, was ich den Leuten noch als Frage stellen möchte. Natürlich auch noch, wen ich hier nominiere. Erstmal danke für die Nominierung. Spannende Fragen, wie gesagt. Und ich würde einfach mal beginnen. Es sind teilweise kritische Fragen, es sind aber auch relativ, ja, also Fragen, die dich wahrscheinlich interessieren, wie andere Leute so denken. Ich würde einfach mal beginnen mit Frage 1. Welches Tier wärst du, wenn du ein Tier wärst? Tja, welches Tier wäre ich, wenn ich ein Tier wäre? Alter, ist grundlegend erstmal die Frage, was willst du, was war, wieso? Ich weiß, es ist wirklich gar nicht so einfach. Aber wahrscheinlich wäre ich wäre gern ein Adler. Ich denke, ein Adler ist geil, ja. Du bist frei, frei wie ein Vogel, ja, kannst dich frei bewegen. Ich gehöre zu den jagenden Tieren. Das ist auch sehr geil. Ja, also mich frei bewegen zu können, das wäre was, was mir gefallen würde. Was, ja, dieses freie Leben, frei sein, wo man sein möchte. Ja, das ist, denke ich, ganz wichtig heutzutage. Und ich denke, wir leben auch in einer Gesellschaft, wo das nicht mehr so ganz möglich ist, dass man sich so frei bewegen kann. Man ist an alles gebunden, man hat Verpflichtungen, man muss den Ganzen nachkommen, was mir als, ja, als Adler wahrscheinlich scheißegal wäre. Ja, ich kann sein, wo ich will, ich ernähre mich von den Tieren, die ich sehe. Ja, also ich wäre wahrscheinlich ein Adler, das wäre geil, das würde mir gefallen. Frage 2. Ja, kritische Frage, politische Frage vor allem. Was hältst du von den Gesetzesänderungen, die uns die Freiheit berauben, oder interessiert es dich nicht? Ja, grundsätzlich, was halte ich erstmal von den Gesetzesänderungen? Fraglich für mich ist erstmal, ob die Gesetze überhaupt auf uns zutreffen, ob sie überhaupt fassen. Hat ganz, ganz viele Hintergründe. Auch ich habe da gefährliches Halbwissen. Also ich habe mich noch nicht viel damit beschäftigt. Man bekommt es aber mit. Grundlegend denke ich, dass du auf die Freiheit des Menschen zurück möchtest, ja, in der wir stark eingegrenzt werden. Also nicht alle Gesetzesänderungen meines Erachtens empfinde ich für gut. Eigentlich mehrere nicht, gerade was unsere Eingrenzung ist, woran wir gebunden werden. Interessieren tue ich mich dafür schon, aber auch nicht so, dass ich das extrem verfolge. Ja, also ich finde zum Beispiel Gesetzesänderungen, dass jeder auf Belang auf mein Handy, auf meinen Rechner überwachen kann, sage ich jetzt einfach mal.
finde ich doch schon arg kritisch. Nicht, weil ich irgendwas jetzt hier zu verbergen hätte oder sowas. Es ist einfach nur, da greift jemand in meine Privatsphäre ein. Möge es sein, was auch immer. Ob diejenigen auf die Kamera vom Handy zugreifen können, auf den Laptop, auf die Leute, die ich so in mein Telefonbuch habe, dass sie die Nummern wissen, dass sie wissen, was wir geschrieben haben. Also ich bin auch der Meinung, dass das Ganze schon vorher inoffiziell lief. Jetzt ist es eben halt per Gesetz beschlossen, wenn da irgendwelche Hintergründe sind, warum derjenige überwacht werden soll. Weil das reicht ja eigentlich auch schon, so wie ich das so mitbekommen habe, wenn man jemanden kennt, der jemanden kennt, dass man selber überwacht werden darf. Obwohl man selber eigentlich gar nichts damit zu tun hat. Man kennt ihn über zwei Ecken oder so. Dann wird man halt gleich mit in Verbindung gebracht. Und schon ist alles von dir, du bist nacksch. Du bist nacksch gemacht, halt, vor dem Staat. Ja, das wäre meine Antwort Nummer 2. Frage 3. Wann hast du dich schon mal absolut daneben benommen? Ja, das kann ich gar nicht alles aufzählen. Wann und wie oft ich mich schon überall daneben benommen habe. Ich würde aber auch mal dieses Danebenbenehmen auf meine Jugendzeit einfach mal zurückziehen. Ich bin sicherlich auch nicht stolz auf alles, was ich gemacht habe. Dennoch hat es mich geprägt. Ja, geprägt in dem, was ich jetzt bin, wie ich jetzt handle. Ich war zum Beispiel, ich gehe einfach mal zurück, circa ja, 13 Jahre. Bin mit 17 aus der Schule raus, habe da meine Lehre begonnen, bin weggezogen, nach Niedersachsen hoch. Ja, Grüße nach Celle. Und Grüße nach Soltau und Grüße an die Bundeswehrkameraden in Ludmersen und Munster. Da war ich stationiert. Ich habe in Niedersachsen auch meine Lehre gemacht. Auf jeden Fall, um darauf zurückgekommen, ich war weg von meinen Eltern. Ich habe erst ziemlich spät angefangen, mich auszuleben. Mit auszuleben meine ich eigentlich, ja, mich frei zu entfalten, gewisse Erfahrungen zu machen. Und ja, richtig daneben benommen habe ich mich, glaube ich, damals, wo ich angefangen habe. Ich habe Graffiti gesprayt. Keine öffentlichen Plätze, sondern Eigentum. Eigentum von Menschen. Das gerade jetzt so, wenn man mal zurückdenkt an den G20-Gipfel, den es ja gab, was da alles beschädigt wurde, was ich absolut nicht für gut heiße, möchte ich auch jetzt sagen, dass auch das, was ich damals gemacht habe, Eigentum beschädigt habe, als Graffiti-Sprayer, auch nicht unbedingt für gut heiße. Ich habe meine Erfahrung daraus mitgenommen. Da habe ich mich richtig daneben benommen. Da hat es einen Schalter umgelegt bei mir. Ich habe Züge bemalt, Eigentum von irgendwelchen Leuten. Ich habe dafür auch gebüßt. Also irgendwann stand auch mal die Polizei vor der Tür. Und ja, ich musste dafür büßen. So viel möchte ich eigentlich auch öffentlich preisgeben. Inwiefern oder wie ich dafür büßen musste, möchte ich eigentlich nicht unbedingt erzählen, weil das gehört nicht ins Netz. Damit habe ich auch abgeschlossen. Also das war das, wo ich mich richtig daneben benommen habe für mich, für meines Erachtens. Alles andere daneben benommen, ja gut, trinken etc., mal Alkohol getrunken, Party gemacht oder sowas, das zähle ich nicht mit dazu. Aber das war's. Gut, Frage 4. Sind Politiker wirklich Marionetten der Finanzeliten? Ob es von Finanzeliten ist, weiß ich nicht, aber für mich sind es Marionetten. Ausführende Kräfte von höheren Wirtschaftsmächten, will ich einfach mal sagen, oder anderen Ländern. Kamera ging aus. 10 Minuten vorbei oder was? Naja, ob AfD, ob PDS, ob
De Grün, keine Ahnung mehr. Alles für mich ganz klar, sobald da jemand gewählt ist, sind es Marionetten und führen die Scheiße aus, die ihnen vorgegeben werden. Na? Okay, Frage 4 für mich erstmal soweit beantwortet. Frage 5. Glaubst du, das Wissen und Know-how von Bushcraft und Survival-Techniken werden dir in naher Zukunft von Vorteil sein? Definitiv meine Meinung dazu, in naher Zukunft nicht. Das denke ich nicht. Nicht in naher Zukunft. Ich denke, die Zeit werden wir noch hinter uns bringen. In der Zukunft könnte das extrem wichtig werden. Es könnte aber sein, meines Erachtens, es könnte ratsam sein, sich gewisse Plätze und Ecken zu kennen, hier in Deutschland, wo man unterkommen könnte für den Fall der Fälle, dass hier irgendwas passiert. Ein dritter Weltkrieg oder so. Also von daher denke ich, könnte das wichtig sein. Plätze zu kennen, wo man unterkommen kann. Und dazu meine ich nicht Plätze in der City oder so, sondern außerhalb. So Untertage oder alte Bunkeranlagen. Das, denke ich, kann sehr wichtig werden. Und da kann man erstmal unterkommen. Damit habe ich mich schon mal ein bisschen beschäftigt. Ja, aber noch nicht so weit, dass ich irgendwas da jetzt geplant hätte oder so. Aber ich wüsste auf jeden Fall hier bei uns schon in der Ecke, wo ich unterkommen kann, wo man erstmal ein paar Tage bleiben kann, ohne sofort irgendwie gefunden zu werden oder so. Keine Ahnung, wenn man das so sagen kann. Ein bisschen sicherer zu sein, nicht gleich gefunden zu werden. Ja, also ich denke, vielleicht in Zukunft ja, in naher Zukunft denke ich nicht. Sechstens, blickst du der Zukunft kritisch entgegen bei dem, was aktuell alles auf der Welt passiert? Ja, ich mache mir wirklich Gedanken, wo die Wege hier in Zukunft hingehen. Gerade die aktuelle Weltlage ist in den ein oder anderen Land arg kritisch. Ich will gar keine Länder nennen, weil ich denke, das ist irgendwie klar, wer da groß mitspielt. China, USA, Deutschland, Frankreich. Also ja, definitiv blicke ich kritisch entgegen. Alles, was hier so momentan abgeht, vor allem auch hier in Deutschland, der Hass gegenüber den anderen Menschen. Die aus wirklichen Kriegsgebieten kommen, auch das, kommen die aus wirtschaftlichen Hintergründen oder kommen die aus kriegerischen Hintergründen? Das sind alles Fragen, die für mich offen sind, die ich für mich noch nicht so ganz hundertprozentig beantworten kann. Ich habe zwar meine Meinung dessen, dass viele hier aus wirtschaftlichen Hintergründen herkommen, aber auch, wie gesagt, also ich denke, hier auf der Welt wird einiges passieren und ich habe auch ein bisschen Bammel für die Zukunft meines Kindes und später vielleicht auch meiner Kinder, was die miterleben könnten. Weil ich habe eigentlich keinen Bock, dass meine Kinder irgendwie einen Krieg miterleben. Ja, es ist krass eigentlich. Hier wird gebombt, geschossen für Interessen der Wirtschaftsmächte, meines Erachtens. Und irgendwann wird es mal einen richtigen bösen Knall geben. Gut. Siebtens, was war das Verrückteste, was du jemals gemacht hast? Das Verrückteste. Ja, das Verrückteste. Ja, ich muss 16 oder 14, 14 oder so muss ich gewesen sein. 13, 14, keine Ahnung. Ich habe auf dem Dorf gewohnt. Wir sind da frisch hingezogen und wie sich das gehört, auf dem Dorf muss man eine schöne Mutprobe erledigen. Und ja, wir hatten da so eine Ecke, so einen Busch, so auf Freifläche, musste man hochrennen und dann gab es da so ein kleines Geheimversteck. Man kann sagen, so oder so das frühere Miniatur-Bushcraft-Lager. Ja, auf jeden Fall gehörte dazu, bevor ich in den Freundeskreis eintreten durfte, mich nackig zu machen, komplett. Und einmal den kompletten Schotterweg, wie viel mögen das gewesen sein, 200, 300 Meter runter zu rennen, nackig und wieder hoch zu flitzen. Ja, ich auf jeden Fall, alles klar, gut, machst du, ziehst dich aus, rennst da runter
unten gesehen, dass von einer aus dem Freundeskreis die große Schwester kam mit ihren Kumpels. Ich natürlich gleich wieder kehrt gemacht, die das gesehen. Natürlich erstmal hinterher. Ich wieder hochgeflitzt, währenddessen haben meine damaligen sogenannten Freunde meine ganzen Klamotten versteckt. Ja, weil ich aber auch nicht wusste, wohin, bin ich irgendwie auf einen Berg gerannt, in der Hoffnung, dass ich mich dahinter verstecken kann. Problem war nur, ich da hochgerannt und alles war umgeben von Dornenbüschen und ein Baum. Ja, ich natürlich dann, meine Klamotten waren weg, war komplett nackt da auf diesem Hügel. Blank wie Gott mich schuf und wusste nicht wohin. Dann habe ich mir natürlich schnell von dem Baum irgendwelche Blätter abgezupft und habe sie mir vorne und hinten davor gehalten und stand dann da, währenddessen alle dann auch in der Nähe waren und mich betrachteten, mit Ahornblättern bestückt. Und ja, also das muss ich sagen, ist eine Erinnerung, die bleibt ewig. Das ist das Verrückteste, was ich je gemacht habe. Und damals hat man bestimmt mein Prachtexemplar noch jeden zeigen können. Mittlerweile bin ich älter geworden, hat links, rechts, vorne ein bisschen was angesetzt. Möchte ich nicht mehr jedem zutrauen. Aber natürlich bin ich noch stattlich gebaut. Also steht außer Frage. Nein, das war das, glaube ich, Verrückteste, was ich je gemacht habe. Auch das Lustigste unter anderem. Nächste Frage. Ja, was sind Bilderberger-Treffen? Für mich ein absolutes Treffen der Wirtschaftsmächte, Wirtschaftsbosse von großen Unternehmen weltweit unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Und das sagt für mich eigentlich schon alles. Da werden Dinge besprochen, davon kriegst du nichts mit, wie man die Zukunft drehen will. Wie man was drehen kann, damit der Mittelständler, Kleinbürger, keine Ahnung, ja, die Wirtschaftsinteressen verfolgen muss. Das ist für mich ein Bilderberger-Treffen. Neunte Frage. Warum hast du mich abonniert? Warum habe ich dich abonniert, Mirko? Warum habe ich dich abonniert? Tja, für mich bist du ein Typ, der gerade raus ist, der das sagt, was er denkt. Ich finde, du hast eine freie Art. Du kannst offen sprechen über viele Sachen. Du hast eine coole Art an dir. Deine Videos gefallen mir. Ja, mit der Mucke dann andauernd und wie du das alles gestaltest, das gefällt mir sehr gut. Bist ein cooler Typ. Ich weiß ja jetzt auch, aus welcher Ecke du kommst. Vielleicht bin ich mal oben im Norden. Obwohl man das dir nicht so anhört. Aber das ist ja eher der Hamburger. Coolen Bahnhof habt ihr. Das weiß ich. Ja, nee, bist ein cooler Typ, mir gefallen deine Videos, mir gefällt deine Art dessen und von daher, deswegen habe ich dich abonniert. Frage 10, gibt es Chemtrails? Ja, für mich gibt es die. Das sind, ich weiß nicht, ob es das früher schon gab, aber es fällt jetzt erst immer mehr so vermehrt auf. Und ich denke, ja, die gibt's. Man probiert, die oder das Wetter zu beeinflussen. Ich meine, der Hintergrund, das Wetter beeinflussen zu können, wäre doch mal genial. Ist eine saugeile Idee. Es gibt schon sowieso alles, ist privatisiert. Wasser wird privatisiert. Ja, Nestle, schöne Grüße, Drecksverein. Trotzdem kaufen wir es. Wir sind eigentlich geblendet. Schön hier Scheuklappen schon für den Schädel. Bub. Mach das, geh arbeiten, verdien dein Geld und fördere uns. Und wir sind so abhängig eigentlich. Und wir werden auch abhängiger gemacht. Wenn die dann auch irgendwann schaffen, das scheiß Wetter zu kontrollieren. Leute. Ja. Also für mich gibt's die.
Ich habe das letztens auch ein bisschen Spaß muss sein, auf dem Wasser beobachtet, ein paar Enten lang geschwommen. Die haben auch sowas ähnliches hinterlassen. Ententrails. Ja. Ob das also lustig ist, weiß ich auch nicht. Aber nein. Ja, letzte Frage, glaube ich. Wenn du dir eine meiner Eigenschaften von mir klauen dürftest, welche wäre es? Ja, Mirko. Welche wäre es? Ich kenne ja noch nicht mal all deine Eigenschaften. Du bist relativ offener Typ. Kritisch. Hinterfragst sehr viel. Bist eine coole Socke. Aber welche Eigenschaft von dir? Gar nicht so einfach. Dafür kenne ich dich, glaube ich, zu wenig. Da müssen wir mal Bier zusammen trinken oder so. Und ich deine Eigenschaften mal kennenlerne. Aber so jetzt aus dem Ersten. Ich denke, manchmal könnte ich kritischer sein. Das Hinterfragen, was du da machst. Ne? Ich bin da nicht so. Ich hinterfrage nicht sehr viel. Grob, aber ich mache mir nicht so umfassende Gedanken dessen. Ja, das wäre eine Eigenschaft, die würde ich so, ja, das Hinterfragen, sich mehr Gedanken machen. Ich nehme das alles relativ easy. Ich höre das zwar, nehme das alles so, alles wahr, was so passiert, aber ob ich das alles so hinterfrage, ich nehme es ja fast mehr hin. Macht sich Gedanken, aber man nimmt es hin. Ja. Das ist eigentlich auch krass. Wir nehmen die ganze Scheiße einfach nur hin, die hier passiert. Ja gut. Mirko, 11 Fragen sind beantwortet. Ich bedanke mich nochmal bei dir. Cool, dass du mich damit reingenommen hast. Ich fand das sehr interessant. Also ich musste mir da echt auch jetzt im Nachhinein mache ich mir über ein paar Sachen mehr Gedanken nochmal. Aber okay. So. Wen würde ich denn jetzt erstmal grundlegend nominieren? Also ich möchte euch natürlich, ich weiß nicht, ob ich 11 hier mache. 1, 2, 3, 4, 5, 7, keine Ahnung, ob wir auf 11 kommen. Zwischen 3 und 11 soll es sein. Ich fange einfach mal an. Ich nominiere die Leute von den Kanälen Outdoor Thüringen. Du darfst mir 11 Fragen beantworten. Rausweh darf das Ganze auch machen. Schlitzohr Survival. Cooler Typ. Auch noch ganz frisch bei, also mit einem eigenen Kanal. Dann ich brauche einen Plan, ey. Ich habe noch keinen Plan. Ein Plan C. Plan C wie Chaos. Den nominiere ich auch. Platzhirsch Survival. Den Jungen könnt ihr euch auch mal reinziehen. Hat jetzt eine coole Schwedentour hinter sich. Macht viele Messervideos. Also der macht die auch selber. Dann Carlino Negro. Eine coole Socke, mehr im, wie nennt sich's doch gleich, mehr im hier verlassene Gebäude und so weiter und so fort. Ja, unterwegs, sag ich mal. Des Weiteren finde ich eine coole Sau. Outdoor Family Adventure hat zwar auch schon so ein paar Abonnenten, aber Outdoor Family Adventure finde ich auch sehr geil. Also macht Spaß, der zieht mit seinen Kids oder mit seinen Kids zieht er durch die Kante oder seinem Kind
und macht viele, viele Videos. Das finde ich cool mit der Familie. Individuell unterwegs. Du bist auch immer fleißig dabei bei mir. Kommentierst du noch fast jedes Video. Finde ich cool. Danke dafür erstmal grundsätzlich. Und des Weiteren. Ja. Wen haben wir noch? Wen nehmen wir noch mit rein? Röner Eisenschweine. Du bist eine coole Sau. Röner Eisenschweine. Mach mal auf deinem YouTube-Kanal für mich noch ein Video. Ja, find ich finde dich eigentlich cool. Soweit, alles geil. Aber du musst noch ein bisschen ein paar Videos mehr reinsetzen. Mich interessiert das. Mir macht das Spaß. Vor allem dieser Stil so. Okay. Die Fragen werde ich unten in die Kommentare kloppen. Ich werde euch alle verlinken, die, von denen ich möchte, dass sie mir die Fragen beantworten. Und dann erwarte ich eine baldige VA von euch. Mirko, liebsten Award. Ich hoffe, ich konnte deinen Anforderungen gerecht werden. Politisches Statement möchte ich hierin gar nicht so viel abgeben. Ist ja auch nicht gefragt. Ich habe meine Meinung zu diesem Land hier, zu gewissen Gruppierungen. Halt heiße nicht alles für gut und auch nicht alles für schlecht. Aber ich hoffe, es hat dir gefallen. Ja, dann sage ich mal bis bald. Horrido, euer Martin von Survival Ost. Kommt mir mal in Thüringen besuchen. Oder haut mal, keine Ahnung, ich komme euch auch mal besuchen. Ich bin gerne unterwegs. Vielleicht nicht dieses Jahr noch so, aber ich habe schon noch vor, den einen oder anderen mal kennenzulernen. Ja, das soll es gewesen sein. Verabschiedet habe ich mich, von daher bis bald, euer Martin von Survival Ost. Ciao, ciao, horrido, auf Wiedersehen, bis bald. Wer hat an der Uhr gedreht? Chagalaga, haut rein.